Ich muss sagen, ich war ziemlich lange nicht da und das war sehr angenehm, weil ich auf Urlaub war und so das meiste vom Wahlkampf Gott sei Dank nicht mitgekriegt habe. Aber ich habe es sehr schade gefunden, dass am Schluss tatsächlich nur noch über zwei Themen diskutiert worden ist, nämlich über Migration und über Facebook, warum auch immer. Ja. Und es hat meine Wahl eigentlich nicht beeinflusst, aber das liegt daran, dass meine Wahl eigentlich gar nicht beteiligt war an diesem ganzen Hickhack. Ich habe mir das Ganze nicht angehört, weil das ist für mich alles ein Blabla, was die Herrschaften da sagen. Ja, ich habe mir die Diskussion angeschaut, aber so, ich finde die Werbung unnötig. Wozu muss man die ganzen Steuergelder verschwenden, um Plakate aufzuhängen? Man kann sich das im Fernsehen oder im Internet informieren. Nein, ich muss sagen, die Partei, die ich gewählt habe, die hat für mich einen sehr guten Wahlkampf gemacht und die Turbulenzen haben mich eigentlich nicht in meiner Meinung verändert. Die Art und Weise, wie der Wahlkampf verlaufen ist, wie zu erwarten war, wirklich ganz grauslich und furchtbar war und zum Fremdschämen und zum Davonlaufen. Und genau, also da war einfach dann für mich die Ausrichtung, dorthin zu schauen und dorthin meine Stimme zu lenken, wo ich das Gefühl habe, dort wird einfach nicht so miteinander umgangen, weil das einfach so nur Probleme schafft, wenn man so sich miteinander verhält, wie das die Spitzenkandidaten das gezeigt haben, ja.